Herzlich willkommen zurück zu F1 2018 im Training. Nee, Qualifying. Wir hatten da gerade das Training im Qualifying. Dann, Matthias und Larissa sind da. Guten Tag. Ja, wunderschön. Wir fahren die Qualifying. Das Qualifying. Zum zweiten Mal. Schön verregnet, so wie sie es gehört. Also für mich ist das quasi Training gewesen, das erste, weil ich ja. Nee, das wisst ihr ja gar nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass. Dass er das Setup noch ändert. Er hat das Setup behalten bei mir. Wunderbar. Weil da stand nämlich gerade dieses wunderschöne Parc Fermé Banner und dann habe ich gedacht, oh, ja. Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wunderbar. Aha, warum sollte die Reifenmischung nicht empfohlen sein, wenn die jetzt schon eine halbe Sekunde schneller ist? Zu instabil? Man weiß es nicht. Kann noch ein paar Minuten warten. Das war mein Plan. Okay, ich schaue mir den mal zu. Ich fahre einfach schon mal eine Runde auf den Reds, dann habe ich wenigstens schon mal einen. Ja. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Nee, ich warte jetzt erst, bis Troll sich rauskriegen. Hass auf den Typen. Trauma, Angst. Oh ja, da fällt mir das gerade ein mit der Liste. Oder an die Freundschaft haben sie auch auf dem Konzert gespielt, was ich hier zugeschickt habe. Cool. Das ist ganz cool, die haben so ein, zwei ältere Lieder noch gemacht, wo man sich gedacht hat, wäre cool, wenn man die mal so... Ja, aber Julian, du weißt ja, wer zuletzt lacht, hat am besten. Ja, merkt euch diesen Satz. Unsere Neustartregelung insofern ausweiten, dass einmal pro Qualifying neu gestartet werden muss, aber dafür dann derjenige, der den Neustart haben möchte, seinen Neustart für ein Rennen erfordert. Uiuiui. Es muss einmal pro Qualifying neu gestartet werden. Das finde ich eine sehr kreative Regel. Das ist eine gute Idee. Nicht schon wieder ab. Meine, wo ihr gerade wieder dabei wart, neue Regeln einzuführen. Wir haben ja keine neue Regel eingeführt. Habe nur festgelegt, wenn es spät kommt. Walters Leben. Nee. Die anderen beiden haben da nicht gegen gesagt. Ich bin ja immer pünktlich. Ja. Kann gerade sagen. Nett. Aber sag mal so, ich habe das doch so verstanden, du musst bis dato im Teamspeak sein, ob du physikalisch... Ich meine, ich war vorhin auch nochmal 10 Minuten weg. Ja, das wollte ich noch fragen. Meinst du mit 20.30 Uhr in der Lobby drin sein oder im Teamspeak Hallo sagen? Nein, in der Lobby drin sein ist dann ja kein großer Akt. Thema ist so, vielleicht fährst du dann halt das Training nicht mehr. Oh. Ja, Lena ist auch mit dabei, meine Damen und Herren. Das habe ich ja dafür, dass ich gesagt habe, dass ich später da bin, sofort gesagt, dass ihr das Training ohne mich machen könnt. Ja, meine Hunde sind auch Kommunikatoren. Zwar kein Zum 21 und mit Qualifying anfangen ist jetzt, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Ja, die sagen einfach, wie es Rennen läuft. Also, die wissen, wie es Rennen läuft. Bell. Die machen auch gerade schon Interviews. Ja, genau. Lena interviewt schon mal Isaac. Genau. Und Isaac, don't give a fuck. Entschuldigung, du musst sie jetzt. Oh Gott, ey. Oh. Ja, Isaac bewacht gerade die Kaustange. Ich wollte gerade fragen, haben sie sich denn jetzt mittlerweile geeinigt? Ja, Isaac hat sich geeinigt. Und wie tut die Strecke? Ja, so halbwegs. Semi. Also auf den Rates ging jetzt eine 1:33.2. Das habe ich gesehen, die Runde habe ich auch gesehen. Ich meine nur so generell, wie sich's entwickelt. Die war dabei nicht mal besonders fehlerfrei. Das ist ebenfalls richtig, das habe ich auch gesehen. Und zwei, drei Lecks waren auch drin. Lenz Troll! Warum darf der eigentlich noch fahren? Aber wird der im echten Leben eigentlich auch so scheiße? Teilweise. Naja, vorne ist er nicht. Ja, doch, einmal war er vorne. Aserbaidschan letztes Jahr. Platz 3. Tatsache. Ja. Wie viele sind da rausgeflogen? Ja, das war 17, stimmt. Julian? Ja, bitte? Fährst du noch schnell? Ja. Oh, okay. Jetzt vielleicht wir. Auch nicht. Ich hab grad so schön mein Auto an die Seite gefahren. War auch ganz freiwillig. Hast du gesehen? War ja, gut, ne? Ja, ich wollte mich ja wieder, wollte ja wieder Track Limits rufen. Ja, aber das war eher
Ja, deswegen habe ich auch nicht Track Limits gerufen. Glück, dass ich den Frontflügel noch habe. Da rufe ich jetzt Track Limit. Ich fahre auf der Linie. Ja, ich fahre nee, war nicht auf der Linie. Was sagst du? Ich fahre doch nicht mehr schnell. Hab keinen Sprit mehr. Also aktuell finde ich die Intermediates noch nicht überzeugend. Tobi fährt gerade eine Rundenzeit von 6 Minuten. Bei meiner Outlap. Trotzdem. 6 Minuten finde ich sportlich. Der Outlap. Ja. Hi. Ach, Regen ist schon was Feines. Ja, ne? Ja. Schalten! Ich würde gerne tauschen. Also im Real Life jetzt gerade, also jetzt gerade kann es ja regnen. Heute kann es regnen, stürmen oder schnappen. Hat keiner Geburtstag heute. Also von uns hier. Link hat einen Zuschauer Geburtstag. Für dich, Julian. Ach so. Das kann sein. Ja, genau, vielleicht hat ein Zuschauer Geburtstag. Von unseren zahlreichen Tausenden. Nee, aber von den 40 Leuten. Ich kenne den Geburtstag von einem und der war schon. Von Murphy oder von Steffo? Murphy. Oder Semeda? So. Den Geburtstag von Semeda kenne ich nicht. Ja, nicht so gut. Ja, wie so ein Stroll, ne? Stroll! Stroll! Track Limit! Das ist ein schönes Wort, das viel zu selten benutzt wird. Ja, so wie du fährst, wirst du das noch ein paar Mal hören. Das ist die alte Grundregel im Straßenverkehr. Ist es weiß und durchgezogen, lass es einfach da liegen. Der Herr hat alles gerät, inklusive der Teamspeak. Ja. Du bist auch gerade so eine Millisekunde zurückgesetzt worden auf der Map. Ja. Map. Ja, das war professionell. Ah, fahr mal auch mal raus. Also ihr fahrt jetzt Intermediates. Ultrasoft. Ultrasoft. Hypersoft. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Intermediates so eine tolle Idee sind. I don't know. I don't know, Eiter. Oh Gott, das ist so eine gelbe Eiter. Flüssigkeit, die sich bildet, wenn irgendwas nicht ganz richtig ist. Ja. Ist durchaus korrekt. Also häufig ist sie gelb. Manchmal ist sie auch weiß. Übergehen. Manchmal ist sie auch bräunlich. Wenn sie grün wird, dann würde ich mir Sorgen machen. Und ganz, ganz viele Gedanken würde ich mir machen, wenn sie rot wird. Das ist richtig. Wer ist denn der Ferrari, der durch Kurva gerade fährt? Definitiv nicht ich. Das ist richtig, das bin nämlich ich, aber ich wollte Julian ausrennen. Eieieiei. Was gibt's hier zu Eieiei? Nach der ersten Schikane auf dem Curb beschleunigen ist nicht so geschickt. Das ist richtig. Das habe ich dann auch gemerkt. Ja, war für mich Grund genug, die Runde abzubrechen. Das ist ja gerade nur die Outlap. Nee, bei mir ist es schon die gezeitete. Ja, da hätte ich es auch abgebrochen. Wenn du zum Rundenanfang schon 1,2 Sekunden langsamer bist als dein schnellste. Ja, das kannst du dann knicken, das ist richtig. Reicht der Sprit? Nein. Finde. Na komm, ich zieh jetzt eine Runde Inters auf. Dann kann ich gleich auch noch mal kurz. Oh, heieiei. Kann ich gleich auch noch mal kurz gucken, wie es ist. Der Hund war nur ein Hundebellen. Das Hundebellen war nur sehr laut, weil der Teamspeak irgendwann, wenn nicht viel gesagt wird, manchmal der Kompressor anspringt und dann lauter geregelt wird. Wenn dann auf einmal was sehr Lautes kommt. Dann klingt das so. Exakt.
Ich würde gerne wissen, was die denken, wie groß meine Hunde sind. Groß genug, dass keiner einbricht. 3 Meter. Ich schlaf darauf. Ja, nee, andersrum. Das ist jetzt eine Perspektivenfrage. Das ist keine Lüge. Ich bin zertifiziertes Hundebett. Ja. Cool. Ja, Matthias, du bist kein Hund. Du hast gelaufen. Tja. Frag mir das in den Leben, ist so auf irgendwann. Verheiratet mit zertifiziertem Hundebett. Nach ISO-Norm. Krieg ich das als eingetragene Lebenspartnerschaft durch? Ja. Das stimmt. Ich will nur das richtige Land dafür aussuchen. Da wären wir wieder beim Thema Rumänien. Ja, wollte gerade sagen, nimm doch das Herkunftsland der Hunde. Muränien, Mami. Da kommt auch Meta Puffer her. Ja, ist vollkommen richtig. Was Bruder bist. Nein. Da wären Ungarn. Fantastic. That was the fastest lap. Aber das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen, dass Budapest in Ungarn ist und nicht in Rumänien. Ne? Ja. Schön. Schreib irgendwo in der Lippe doch eine E-Mail und beschwer dich. Ja. Mach ich. Ich habe heute schon an irgendwen eine E-Mail geschrieben, wenn mich beschweren. Mhm. Worüber? Über den Einsatz eines Solobusses der Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr als Extraschichtlinie. Halbstundentag haben die da einfach mal Solobusse reingeschickt. Letztes Jahr. Hab ich so gefragt, wärst du dich jetzt? Ich hab's gefragt, ob sie es dieses Jahr wieder vorhaben, weil dann werde ich deren Betriebsgebiet nämlich meiden. Wo musst du denn da durch? Nee, es ist Extraschicht, er muss gar nichts, aber es wäre halt schön. Nee, Extraschicht, ja, stimmt ja. Ich meine, normalerweise meide ich Ennepetal eh großräumig. Ja. Aber die haben halt die Linie in Witten halt auch bedient. Ja, nur Gott weiß warum. Wahrscheinlich nicht mal der. Ah, schade, war zu schnell. Schwein. Geht doch. Best lap so far is a 1:32.0. Toll, Jeff. Gucken wir doch mal dem Kames Rachotai zu. Tun Sie das. Ey, du bist mit 331 Kilometern pro Stunde auf dem Temporadar 17. Ist das ein Bug oder ist das... Oder fahren einfach alle sehr schnell. Jonas 336. Hä? Julian fährt gerade 280, 290, 300. Ja, Spitze. Ja. Spitze war 336. Ja, dass 336 nicht die Durchschnitts ist, das ist. Das wäre ja, das wär ein lustiger Circle. Wer weiß, wenn ganz viele Siebter sind, dann. Ja gut, das könnte natürlich sein. Mit 336 dann. Ah, ich weiß es auch nicht. Das Temporadar ist ja auch Gott sei Dank nicht so. Doch, lustig. Jetzt können sie mich mal alle kreuzweise. Jo. Ja, das ist doch eine schöne Zeit. Nehmig. Meine ist die schönste. Jetzt alle die Session beendet? Ja.
machen wir mal lieber nicht alle und sind am Ende wieder Trockenzeiten simulieren. Ja, richtig. Ich kann ja noch warten. Ja, ich warte ja auch. Jan Packer. Der Fando Alonso. Guck mal, der Falteri fährt nochmal raus. Der Falteri Bottas. Aber fährt auch mit Inters. Ja, ja. Wird ja auch eher trockener, nicht nasser. Fahren die alle nochmal raus hier? Ist nicht nur der Falteri. Ja, das ist ja normal. Das ist normal. Aber ich bin trotzdem relativ... 2 bis 2,5 Minuten vor Ende fahren die immer nochmal raus. Ich bin aber trotzdem relativ confident, dass die Zeit reicht. Ja gut, das kriegen wir halt wahrscheinlich auch nie mit, weil... Ich meine, das war 1,3 Sekunden schneller als die Ferrari, von daher, ich komme damit zurecht. Ja, ich... rausfahren kann ich eh nicht mehr. Also kann ich, dann mach ich den Sepp. Ja, du kannst es nochmal schaffen. Da. Ja. Was geht denn? Jetzt eine schnelle Runde. Was geht denn bei den beiden heute so? Das ist so... Unterhalten sich nur. Ja, das höre ich. Das klingt irgendwie nach einem angeregten Kafka-Disput. Ja, die unterhalten sich über die Temperaturen. Wobei ich tatsächlich irgendwann mal gehört habe, dass Hunde eigentlich nur bellen, um mit Menschen zu kommunizieren und nicht um untereinander zu kommunizieren. Das habe ich nur bei Katzen gehört, dass Katzen dieses Miauen erst entwickelt haben. Ich bezweifle das. So viel wie meine Hunde andere Hunde haben. Ja, bei Katzen auch, ja. Das bei Katzen habe ich. Also bei Katzen habe ich das schon mal gehört, bei Hunden kannte ich das jetzt noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Oder verwechsel ich das jetzt auch mit Katzen? Ah, kann auch sein. Ich kenne mich nur rudimentär mit Hunden aus. Ja, so viel, dass die flauschig sind und knuffig und... Ich weiß, dass Wölfe sich anbellen, heulen, jaulen und anknurren. Also wird das beim Hund vermutlich nicht anders sein. Ja. Wahrscheinlich nicht. Batterie Walters fährt noch. Genau. Wir hätten mal rausfahren sollen und die alle aufhalten. Ja. Dann kriegst du hinterher eine Gridstrafe dafür. Ich glaube nicht, dass sie schneller sind als ich. Lehn mich mit der Zeit mal so weit aus dem Fenster. Denk mal, das fein nicht raus. Mikkel schreibt auf Twitter: Hersteller, die weiße Klobürsten verkaufen, sind die wahren Psychopathen unserer Gesellschaft. Das ist ja wahrscheinlich richtig. Warum bekomme ich jetzt eigentlich bloß von Mikkel? Achso. Ich finde, das reichte für mich. Weil Team Beat mit dem Volk. So, das war's dann mit dieser Session. Ich bin noch drin. Yay! Matthias ist auch noch ganz knapp drin. Nee, 15. Nee, 15. Die ersten 15 kommen ja weiter. Sonst wäre ich nochmal. Also, wenn. Ist ja noch das. Wenn das schon. Richtig. Weil normalerweise. Geht unser Qualifying 1 halt so schnell, dass das jetzt halt... Ja, irgendwie hat sich das schon angefühlt so langsam. Dann müsste das auf die letzten 10 drauf sein. Oh, ja, nee. Richtig, aber das hat einfach ja das neu erste gestartet. Qualifying... Ja, und wir haben neu gestartet und wir mussten das Qualifying das als erstes komplett ablaufen lassen und so eine Kacke alles. So, jetzt fahren wir direkt mit Inters raus. Schön. Ja. Buddelt ihr gleich rum, oder was macht? Und ne Buddel rum. Ja. Ja, wir haben halt einen bekloppten Humor. Ich hab doch gar nicht gesagt, ich sagte nur, oh Gott. Ja, wir haben trotzdem einen bekloppten Humor. Das sei ja wohl noch erlaubt. Natürlich ist das erlaubt. Den zu beten sei wohl noch erlaubt. Ja, Kirchendach ist vorbei. Nicht in diesem Teamspeak. Aber immerhin, ich war ja heute schon wieder zufrieden, die DSW hat das natürlich nicht hinbekommen. Ja, den Kirchentag aus ihren Ansagen heraus zu patchen. Weißt du, die haben es geschafft, vor dem Kirchentag immer die Durchsage zu machen und sobald der erste Kirchentag war... Herzlich willkommen zum Kirchentag. Herzlich willkommen zum Kirchentag. Wir wünschen eine tolle Zeit. Ja, ja, und jetzt ist er vorbei, jetzt kommt trotzdem wieder. Herzlich willkommen zum Kirchentag, wir wünschen eine tolle Zeit. Also denkst du, ja, der ist vorbei. Zum Glück, und der ist vorbei. Ja, zum Glück, aber auch nur, weil es sau voll ist. Nein, ich war nicht da, aber... Du warst da. Ja, das war aber, wir wissen beide nicht mehr, warum sie es geschrieben ja, haben. Ja, Julian war Wulvenmalen. Ja, genau. Dann habe ich mir eine Perücke aufgesetzt, dann habe ich, nö, ich weiß nicht. Du weißt jetzt auch, wie er schöner kommt.
Man, ja genau, ich hab einfach eine Perücke Lena aufgesetzt und weiß jetzt, wie man schöner kommt als Frau. Hilft mir nur recht wenig, aber... Doch, es könnte dir helfen, falls du irgendwann auf magische Weise durch einen Spiegel oder so in eine Frau verwandelt wirst. Da reicht heute auch ein schnöder OP-Tisch für. Und so eine 24-Stunden-OP. Ja, aber dazu müsste er sich ja selber erstmal... Oder er wird gekidnappt und es passiert aber sehr da, immer. Aber da das mehr als 15 Euro kostet, habe ich ihm das nicht zum Geburtstag geschenkt. Das Geschenk hätte ich auch... Vorsicht, ich bin langsam, Vorsicht, ich bin langsam, Vorsicht, ich bin langsam. Hallo, langsam. Vielen Dank für die Info, vielen Dank für die Info, vielen Dank. Komischer Name. Info. Halt die Fresse. Also nennen wir dich jetzt, Juliane? Nein, weil ich bin immer noch ein Kerl und ich habe auch vor, ein Kerl zu bleiben. Juliane Werding. Habe ich auch direkt dran gedacht. Ich musste ja wieder in die Box fahren, weil irgendjemand einen McLaren aufgehalten hat, der eine Vollbremsung hingelegt hat. Und ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, das Auto war auch nicht rot. McLaren ist selten rot. Das ist orange. Das aufhaltende Auto war auch nicht rot. Das ist ja auch kein Ferrari. Selbst möchte versteckt damit sagen, dass ich in meiner Outlap nicht Vollgas gefahren bin. Und das bin ich auch nicht. Bin auf Mager ohne RS gefahren. Ja, du musst ja nicht das Gaspedal immer voll durchdrücken. Nein, ich möchte auch keine eiskalten Klötze zum Anfang meiner schnellen Runde am Auto geschraubt haben. Danke. Fahr vorbei. Ja, jetzt brauche ich nicht mehr vorbeifahren. Ja. Meine Damen und Herren. Danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling. Das ist Deutsche Bahn. Ja, du darfst auch nicht Thank you sein, das muss ja, Thank you sein. Ja, thank you. Aber warum habt ihr das jetzt als Kanon gesungen? Weil Julian zu langsam ist. Dann ist das, euch ist die Tür durch. Ja. Dafür habt ihr ja noch die zweite hin. Ja. Ja, die auch, aber die ist aus Metall, die dauert ein bisschen länger. Weil die kleine Maus hier versucht mich da durchzugraben. Warum redest du von dir in der dritten Person? Die wichtige Frage ist, warum versucht sie sich durch die Tür zu graben? Weil meine Mutter drin ist. Und da Essen ist, oder so. Nein, keine meine Ahnung. Mutter ist drin. Achso. Also ist quasi Essen drin. Achso, weil Larissa vielleicht den Schlüssel drin hat liegen lassen oder so, weiß ich nicht. Und bevor du jetzt sagst, nein, es gibt keine Klingel und anklopfen hörst du nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Fenster. Kommst du nicht dran? Ihr habt doch genug Möbel im Garten. Stimmt. Ja, zur Not schläfst du einfach im Schuppen. Ja, ist ein bisschen ich glaube, bei dem Möbeln könnte man einen Turm bauen, um ans Fenster dran zu kommen. Ist ein bisschen spelzig. Glaube ich, 2 Meter hoch, um ans Fenster zu kommen. Easy, schau wie im Stehen. Ja, bei dir sieht man dann das Licht. Keine Leiter? Nicht im Garten, vielleicht im Container. Der übrigens kein Schuppen ist, liebe Zuschauer, ne? Und der Schuppen ist kein Container. Letzteres ist offensichtlich. Beim ersten gibt es Verwechslungspotenzial. Wir haben gleich auch so eine 20 Meter Leiter noch im Keller. Wir wissen nicht, wie die Leiter in den Keller ist. Okay? That was a big one. Ich hab's gesehen. Ich, I'm sorry. Ja, aber warum bist du sorry? Du warst hinter mir, Junge. Für dich. Achso. Komische Namen. Einer heißt langsam, einer heißt sorry. Ja, immerhin, die Zeit war nicht schlecht. Oh, nervig. Aber egal, müssen wir durch. Och nö, du willst mich doch flicken. Lieber grün. Was ist grün? Die Runde. Die war gut. Ja, und? Nu? Dann ist der Sprit alle gegangen. Ja. In der letzten Sekunde Feuer. Depp. Aber hat ja trotzdem für nur 1,316 gereicht, das müsste reichen. Ja, das war die Runde vorher. Ja, das müsste auch reichen. Ich hab's nochmal verbessert jetzt. Ich lass mal den Hund rein, weil sonst, brauchen wir vielleicht doch eine neue Tür irgendwann. Shalom, lom, 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 lom. Shalom, lom, 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 lom. Hab ich nicht zu sehr ausgebremst? Nein. Du kannst auch einfach die Session beenden, Julian. Ja, werde ich jetzt auch tun. Sicher. Das dürfen ja nur nicht alle machen. Ich hab's auch nicht freiwillig getan, sagen wir so. Währenddessen freut sich Isaac mittlerweile über 2 Kaufstangen. So ein verfressener Hund.
Hast du mal einen nicht verfressenen Huhn gesehen? Ja, Lena. Zumindest schön, zu Anfang. Das Schöne ist ja, das ist immer so, wenn wir mehrere Kaustangen liegen haben, weil wir beiden Hunden halt eine Kaustange jeweils geben, dann sammeln sie sich im Laufe des Tages immer alle um Isaac herum an. Ja, du musst das einfach in Zukunft so machen, du gibst dem einen Hund gibst du oben die Kaustange, dem anderen unten. Ja, dieser Hund ist einfach mein Seelenverwandter. Der ist faul und verfressen. Also das ist perfekt. Ja. Ist er denn noch unhöflich? Nö. Er muss ja auch ein bisschen was besser können als ich. Ja, gut. Und er fährt auch kein Ferrari. Fährt er nicht? Nee, Lamborghini. Drunter macht er nicht. Oh, da kann ich ja Tobi jetzt gleich zugucken. Tobi, nicht aufgeben jetzt. Tobi, wir wollen dir auch zugucken. Was passiert, ja, James? War das geplant? Bitte was? James, war das geplant? Ja. Gut. Ja, dann Tobi nicht aufgeben. Ja, ist ja gut. Müssen die 7,5 Minuten jetzt nur noch gewinnbringend füllen. Guck mal da. Ach du Scheiße. 7,5 Minuten. Ja. Ah, ja. Ja. Schönes Wetter heute. Auf jeden Fall. Bin ich auch. Hat Potential. Potential, meine Damen und Herren. 28 Grad sind noch draußen, das heißt, ich kann noch nicht lüften. 28 Grad sind hier drin. Lohnt sich auf jeden Fall bei dem Wetter im Pool zu legen. 30 Grad sind noch draußen. Muss aber spontan sagen, ohne dadurch, zu lüften wäre ich hier drin aber kaputt gegangen. Ja gut, aber dadurch, dass die ganze Zeit die Rollladen unten waren, war hier schön angenehm, wo ich hier reingetappert bin nach Arbeit. Im Vergleich mit draußen, glaube ich dir das sogar. Ja. Mhm. Drin können wir auch die Temperatur relativ tief halten und draußen lege ich mich einfach im Pool. Ja, besser ist das. Ach ja. Schönes Wetter Mittwoch. Mittwoch? Ja, Mittwoch. Quasi morgen. Übermorgen. Ja, da muss ich nur bis 14 Uhr in der Uni ausharren. Wäre noch nur 34 Grad. Ja. Es waren ursprünglich mal 38 angesagt, aber die sind dann auch schon mal 3 Grad nach unten korrigiert. Hier waren es ursprünglich 36. Ist das schon mit einem roten Thermometer-Symbol. Ja, Achtung, heiß. Ja, so Achtung, wärmster Tag des Jahres oder so. Echtung. Kleut zu die Penussen. Aber ich will mich nicht beschweren, ich wollte Sommer haben, jetzt habe ich Sommer. Ja, ich habe an sich auch nicht. Ich wollte keinen Sommer haben, ich möchte mich beschweren. Ich habe dann nur ein Problem damit, wenn das hier so, 2 Bildschirme plus Lenkrad plus Rechner. Da habe ich dann ein Problem damit. Ich habe exakt nur in einer Situation ein Problem damit, und zwar wenn bei der Deutschen Bahn die Klimaanlage nicht funktioniert. Meine Damen und Herren. Also wie immer. Ja. Ich habe auch schon in Doppelstockwagen gesessen, wo die Klimaanlage funktioniert hat. Ja, aber im RRX übrigens sind die sehr gut, die Klimaanlagen. Ja, Tatsache. Ja, das ist ja auch Abellio, und Abellio stellt seine Klimaanlagen immer auf 20 Grad. Nee, ist National Express, so. Aber ist. Nee, die RRX sind Abellio. Nein, ist National Express. Der RE11? RRX? RE5 ist auch RRX, ist National Express. Ja cool, ja, aber der RE11 RRX ist Abellio. Da stehen nämlich, da liegen nämlich so Abellio-Teppiche drin. Ja, das steht auch draußen dran. Ja, also ich meine, der wird ja eh... Und die gleichen eigentlich Züge. Eigentlich ist das auch Jacke wie Hose, weil gestellt werden die ja eh vom... Land, wo noch, wo fährt der RE11? Halt nur, zwischen Düsseldorf und Paderborn oder Kassel. Oder. Bis Kassel. Also das ist auf jeden Fall, also das sind auf jeden Fall Abellio. Ich weiß nicht, RE5 bin ich noch nicht gefahren damit. Das kann sein, dass die, also die gingen an verschiedene Unternehmen, die Strecken. Ne? Ich tippe mir nur den 1, 6 und 4 an. Mm-hmm.
das sein, dass er nur bis Flughafen fährt? Nee, der fährt bis Düsseldorf Hauptbahnhof. Fratelli, l'Italia. Mhm. Ja. RE11. Warte, hä? Ja, der 11 ist von Abellio. Ja. Abellio hat aber auch. Wie gesagt, das weiß ich sicher, weil da bin ich schon ein paar Mal gefahren. In den gefühlt wie Straßenbahnen aussehenden Zügen. Mhm. Da stellen die das auch immer eiskalt ein. Naja. Die sehen ja wirklich aus wie Straßenbahnen, die Züge, die sonst verwenden von Abellio. Oder zumindest wie so eine Stadtbahn. So. Hauptsache, also in denen von der Nordwestbahn ist auch mal schön kühl. Oh, das DRS ist aktiviert. Oh. Scheiße. Gut, dass wir schon raus sind. Julian, ich befürchte, da habe ich dir einen falschen Tipp gegeben. Ja, ich befürchte, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, du bist auch schon raus, ne? Ich weiß nicht, es ist eine 31-0, wenn die Strecke jetzt nicht allzu arg abtrocknet. Wir haben jetzt nur 2 Minuten. Ja. Fehler wurden begangen. Wie fällt jetzt noch raus? Ja, es sind ja noch 1,50. Ja. Der setzt jetzt noch eine Zeit auf den Supersoft. Ah, scheiße. Ja, wenn ihr mir sagt, DRS wurde aktiviert, ne? Ja. Ja. Die Strecke sieht aus. Sehr trocken aus. Ja, ich hätte es nicht gesehen, ne? Das wurde nicht angezeigt. Ja, und wurde das denn angezeigt? Unten in der Mitte? Unten in der Ecke. Ja. Achso. Was haltet ihr eigentlich? Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt schon, das Rennen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, dann kann ich die Frage leider nicht stellen, liebe Zuschauer. Wir verschieben das auf Singapur. Gut. Ich mache mir eine Aktennotiz. Nobody can save me now. Das ist richtig. Hold another life. Chasing out the dark. Oh, die Aktennotiz wurde avisiert. Sehr gut. Ist sogar eine Akte angelegt, extra für die Aktennote. Coole Sache. Ja, ne? Papier ist geduldig. Ich brauch was zu trinken. Ich hab Sodbrennen. Oh, so eine Schanze. Track Limits! Na, ich dachte, du bist gerade weg. Da kann ich das mal kurz machen. Schinserassabum. Drecke noch abgestrocknet. Abgestrocknet. Ja, ich habe ja auch Drecke gesagt. Musste das ja dann durchziehen und dann. Sehe ich an, sehe ich an. Ja, wenn schon richtig, dann. Ja, wenn schon falsch, schon richtig. Wir werden maximal. Noch sind wir 9 und 10, Matthias und ich zittern gerade. Ich zitter gar nicht, ich bin ja raus. Ich habe ja keinen Rad mehr gehabt. Ah, stimmt. Wir werden schon immer nicht mehr 14 und 15. Oh, Matthias, nee, Julian ist raus. Julian. Hä? Okay. Tut mir leid, Julian. War ein falscher Tipp für dich. Nee, ist alles gut. Ich hab mich ja auch so in die Richtung entschieden. Ich hab ja. Mein Spiel ruckelt gerade unnormal, das ist alles, aber ich muss es ja gerade nicht spielen, also von daher. Ich hätte ja früher oder später auch aufgegeben. In dieser Runde. Tut mir jetzt nur leid für die Zuschauer, die haben nämlich gerade eine 12. Bilder pro Sekunde Diashow. James ist gerade auf der 10. Ja, das. Also er wird jetzt wahrscheinlich dadurch rausfliegen, dass Tobi schneller wird. James, gesell dich zu uns. Ja. Mach ich. Hallo James. Hi. Wir sind die anonymen Regenfahrer. Ja, finde ich gut. Scheißdreck alles, ey.
Die anonymen Regoholiker. Wieder Alkohol. Mann, ey. Schön. Schön, schön. Die ersten 9 so geschmeidige. Ja. Ja. Wir drücken mal weiter. Muss man, glaube ich, nicht länger kommentieren, die Liste. Ja. Ja. Aber ich habe, ohne Scheiß, ich habe wirklich Kopfschmerzen von dem Knoblauch später bekommen. Mir ging es wirklich. Ja. Also, deswegen, haben wir ihn jetzt nicht das Problem. Deswegen haben wir ihn ja auch umgestellt. Du Pfeifer. Und du Pfeifer hast dann vergessen, den Deckel auf den Pott zu machen. Also, ich muss gleich nach dem Qualifying mal das Spiel neu starten. Ich wusste ja nicht mehr, wo der Deckel war und ich war um die Zeit nicht mehr. Jetzt einen Teller drauflegen können. Die irgendwas. Jetzt den auf den Balkon stellen können. Wäre auch eine Option, ist jetzt auch egal. Ach ja, du musst übrigens den Fla essen, der noch bei dir rumliegt. Ja, ich habe ihn gerade eben. Julian? Ja, bitte? Den kannst du jetzt trinken. Nee, der steht ja im Kühlschrank. Ja, das Zeug hat trotzdem die Angewohnheit, flüssig zu werden. Achso. Ja. Einfach in den Eisschrank. Und dann schauen wir weiter. Da hast du Fla-Eis, das schmeckt auch. Also generell wird es zum Glück nicht flüssig, wenn du es schnell genug wieder im Kühlschrank packst, eigentlich. 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 Wie lange stand das Zeug draußen? Nicht lange eigentlich. Nein, ich hab's direkt wieder reingestellt. Ja, dann schauen wir mal. Wenn wir morgen im Rewe so ein paar Erdbeeren besorgen oder so. Kannst du das Zeug auch so essen? Ja, aber mit Erdbeeren ist geiler. Wollt ihr ja nur den Hinweis geben. Das ist richtig und ich danke dir dafür. Ja, ja, meine Damen und Herren. Was hat Josh damit zu tun? Der fährt kein Formel 1. Und der sagt aber immer so. So, 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 so. Ein Best of der letzten 5 Jahre. Den hat Gronkh schon gebracht. Hey, sozusagen. Genau. Sozusagen. Tritt ein. Und sei bereit. Bleib hier. Für alle Zeit. Jetzt fehlt mir der Text. Sei frei, ich vertraue dir. Alles steht offen bis auf diese Tür. Ja. Gefolgt von einem Tritt ein. Ach ja, schön. Und sonst so? Ach, super. Ja, ich guck grad Tobi mit 13 FPS zu. Das ist doch super. Guck ihm mit 50 zu. Ich guck ihm mit keine Ahnung viel zu, weil ich habe die FPS-Anzeige deaktiviert. Ist, glaube ich, flüssiger, James. Und ich habe das Spiel auf 50 gedeckelt. Ah. Okay. Quasi Doppelpal. Ich fand's halt sehr beunruhigend, dass Magnus mit 13 FPS neben mir hergefahren ist. Ja, das sah auch nicht gut aus. Ja, Leute, er hat sich auch nach vorne und nach hinten geruckelt. Ich habe jetzt auch konsequenterweise nur noch 10 FPS. Schön. Schön, schön. Ein Hoch auf die Wissenschaft, meine Damen und Herren, ein Hoch auf die Wissenschaft. For Science! Schön. Schön, schön. Schön. Hallo, Pete. Hey, Doktor! Hat die Pille vom letzten Mal geholfen? Hat geholfen! Schön. Schön, schön. 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 So doof. Aber es ist lustig. Da geht aber noch was, Tobi, ne? Viele doofe Sachen in Lusten. Ja, Magnus hat mich auch blockiert in der einen Kurve. Deswegen sagte ich auch, da geht noch was. Nobody can say no. Ist schon raus. So. Soko. Arflappi. Das ist gerade voll cool zu sehen. Im einen Moment fährst du noch mit 130 auf die Kurve zu und im anderen Moment nimmst du die perfekt. Das ist halt bei mir so eine Lücke. Immerhin. Darf ich die Kurve dann bei dir noch? Stell dir vor, ich würde da weiter drauf zufahren. Finde ich lustig. Jetzt hast du dich zurückgesetzt gehabt bei mir?
Ja, bei mir nicht. Gleich im Qualifying werde ich nach wandern. Jetzt kann ich auch neben der Strecke fahren, ohne das Track Limit Schwert, weil der das nicht sieht. Track Limit. Und ich darf dir keine Leckerchen mehr geben. Das sieht Hund anders. Ja, aber ich will hier nicht. Da geht aber noch was. Ich will hier nicht fett bekommen. Ja, ist richtig. Das machst du gut. Ja, aber mit so wenig ERS wird da nichts gehen. Ja. Yes. Also reinfahren und nochmal pushen. Oder zweiter bleiben, um das Video nicht in die Länge zu ziehen. Ach du. Aber kein Stress, Tobi. Also von unserer Seite wirklich nicht. Kein Stress. Also mit uns meine ich Team Ferrari. Ladies and Gentlemen. Boah, was freue ich mich am Freitag schon auf Köln? Geiler Scheiß. Endlich wieder in diese schöne Stadt. Freu dich lieber samstags aufs Grillen. Da freue ich mich wirklich drauf. Auf Köln war das war jetzt eher ironisch. Bist du Freitagabend gar nicht dabei, oder? Doch. Ich hab Samstag, also die geht nur noch Freitag die Schulung. Das ist der letzte Block. Ich komme dann, ich weiß nicht, wann das vorbei ist, aber sobald ich zu Hause bin, klinke ich mich damit ein. Sehr gut. Ich guck, dass ich Donnerstagabend, dass ich bis Donnerstag vielleicht mal gucken, dass da der Key da ist, dass ich das dann noch preloaden kann. Sonst starte ich den Preload morgens, bevor ich fahre. Das sind auch nur 24 GB. Ja, das geht mit 100.000 Leitung schnell, aber ich muss es ja. Ich würde es gerne machen, bevor ich abends auf die Leitung schaue. Nur 70 GB groß. Ja, geil. Ja. Das ist ja kein Problem, ich habe 2 Terabyte dafür. Ja, bei mir ist es auf der SSD, aber da sind noch 130 GB frei. Ja, entspannt. Ich hatte schon überlegt, wie du das machst, weil du hast ja F1.2.18 auch auf der SSD drauf, ne? Ja, das fliegt dann runter. Okay, also machst du quasi... Wenn ich alles Nötige da raus habe, ja, mir rausgeschrieben und rausgescreent habe, dann deinstalliere ich das 18er. Na, ich mach mir da einmal eine Excel-Tabelle, da kommen ganz viele Setups rein. Ja, so werde ich es auch machen. Oh. Oh. Alles? Ach, Möhnesee heißt der. Was dachtest du, Möhnesee? Ja. Ich hab im ersten Moment das Falsche gelesen. Ey, das ist einer Text auf dem Handy. Ich bin blind. Das wäre da ist direkt bei Larissa das Internet weg gewesen. Der Möhnesee. Ja, der Möhnesee. Was weiß ich, ey, komm, es gibt einen Ort mit dem Namen Oberkacker. Dems, wolltest du nicht demnächst sowieso den Folgentitel geben? Ab der nächsten Saison, wenn. Achso, sonst hättest du jetzt schon mal einen Titel Möhnesee. Ob sie nochmal wiederkommt? Sie hat ja gesagt, sie macht danach Nachtwanderung. Ja, vielleicht macht sie jetzt auch irgendwie Nachtwanderung und kommt danach nochmal wieder. Ich kann sie auch einfach kurz bei WhatsApp anschreiben. Ja, im Discord ist sie noch drin. Teamspeak hat sowieso im Moment Allüren. Als ich connected habe, hatte ich 9 Millisekunden Ping, dann irgendwann hatte ich 20. Und gerade hast du? Sehe ich nicht. Ja. Nee, ich weiß nicht. Da läuft bei Nitrado laufen momentan die Server ein bisschen instabil, habe ich das Gefühl. Und da ist sie wieder. Ja. Bin doch schon nach drin gewandert. War eine kurze Nachtwanderung. Ach ja. Na toll, in meiner Outlap fahre ich den besten dritten Sektor. Ich kann damit auch nichts anfangen. Gut. Fahr den gleichen Sektor nochmal. Den gleichen Sektor nochmal, den gleichen Sektor nochmal.
Genau. Bis zwei andere Sektoren fahren. Das schon natürlich. Ach ja, Matthias, eine kleine Vorwarnung bei dem Live-Konzert. Track Limit. Das hast du davon. Reifen. Wagenlimits. Matthias, bei dem Konzert, was ich dir zugeschickt habe, der Rausschmeißer ist Backstreet's Back. Das ist kein richtiges Konzert. Es war nicht Krawall und Remi Demi. Ja, das ist halt dann kein richtiges Konzert. Die Lieder vorher sind... Guck ich mir das halt auch nie. Die Auftritte vorher sind... Ich gehe ja zu den Saltatio-Konzerten immer nur für den Rausschmeißer. Ja, ja. Weil der mit Alea immer lustig ist. Das sieht schon ganz lustig aus. So, haben wir auch mal wieder einen 45 Minuten Qualifying. Ja. Lohnt sich das aufs Klo gehen wenigstens? Ja. Julian. Interviews. Im zweiten Qualifying eine schöne Zeit gesetzt, allerdings im Regen unterschätzt, dass das ja, nochmal so trocken wird. 10 FPS wird nicht jeder eingaben, ja. Entschuldigung, bei mir hatte ich... Entschuldigung, bei mir hatte ich auf unten und dann auf X gedrückt, weil ich in die Rangliste gucken wollte. Ist ja nicht schlimm, wir können die Interviews auch in der Startseite weiter. Genau, so, also wie gesagt, dann leider unterschätzt, dass es doch nochmal so krass abtrocknet und die Session zu früh aufgegeben. Shit happens, das kann passiert. Was? Gut. Matthias? Ja, die Ascari war lustig. Sehr rutschig. Ja, hab ich gesehen. Na, hinten raus hat's am Boom gemacht. Ja. Ja, ich hab dummerweise zu früh aufgegeben. Shit happens, 11. Platz. Frische Reifen! Ja. Woo. Wird schon. Tobias. Ach ja, 2. Platz. Gibt's Schlimmeres. 1. wäre natürlich schöner gewesen, aber ich habe mir gerade den Wagen kurz vor Schluss dann nochmal zerlegt. Naja, 2. Platz, kann ich mit leben. Von daher. Geh mit der Strategie, Priester Chor. Sehr schön. Ja. Dann moderier ab, ich muss aufs Klo. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen im Rennen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.